So, wie macht man einen stehenden Start? Man sieht die Ampel rot, man geht leicht ans Gas, hält eine Drehzahl beim Astra, ich schätze es jetzt, von 4 bis 4,5, konstant, boom. Ja, und in dem Moment, wo die Ampel auf grün geht, drücke ich meinen Fuß ganz runter und gebe die Kupplung raus. Okay? So kann ich einen Start fahren, ohne dass ich stehe und die Reifen nur qualmen und ich nicht wegkomme und ohne dass ich in das Loch reinfall, wenn ich mit Gasstößen arbeite. Kannst du ein bisschen drücken? Nee. Mein Ziel ist heute beim Start alles zu überholen, als erste durch die erste Kurve. Nächste Schwierigkeit, ganz wichtig. Ja. Speziell wenn du hinten bist, bist du sowieso mal zweiter Sieger und musst umso vorsichtiger sein. Mit Übermut bist du schnell dem Vordermann in der Kiste. Schau, versuch extrem übersichtlich zu fahren. Das heißt, du brauchst wirklich so einen Weitwinkel. In beide Richtungen, links wie rechts, musst du alles unter Kontrolle haben, genau wie nach vorne. Nach Ende der Einführungsrunden, also das Schlussfahrzeug sich hinter das Feld stellt und alles in den Startpositionen steht, dann läuft einer hinten mit der grünen Flagge über die Strecke herüber. Das ist für den Rennleiter das Zeichen, alles klar, das Bild steht, die Autos sind in Ordnung, die Motoren laufen. Erster stehender Start. Ich muss sagen, von meiner Seite sensationell. Da war überhaupt keiner, der den Motor abgewürgt hat. Es war keiner, der irgendwie aus der Reihe getanzt hat. Es war ein toller Start. Großes Kompliment. Wunderbar. Weiter so.